Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Es startet am Freitagmorgen bzw. Vormittag oder eigentlich auch schon Mittag. Ich habe gerade schon Mittagessen bestellt. Mein letztes Video hat genau an dieser Stelle geendet quasi. Und ich bin super happy, weil es so langsam mit meinem Gewicht immer weiter runtergeht. Ich bin jetzt bei 66,2 Kilo und bin gespannt, wie das in der nächsten Woche weitergeht. Und ich habe mir gerade eine Pokéball bestellt. Mal wieder. Vielleicht, wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr, dass ich im Moment ungefähr immer einmal pro Woche eine Pokéball esse. Und heute war es wieder soweit. Ich habe so viel zu tun auf der Arbeit und nicht wirklich Zeit, um mir irgendwas zu besorgen. Dann dachte ich mir, gönne ich mir doch eine Pokéball. Die sieht so aus. Und die werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und damit sage ich, viel Spaß bei diesem Food Diary. So, ein langer Arbeitstag geht vorbei und wir sind gerade dabei, unseren Schrank aufzubauen und haben deswegen Pizza bestellt. Es waren alle Pizzerien quasi ausgebucht für heute, also zum Bestellen sogar. Und jetzt haben wir gerade eine bestellt. War einmal Capricciosa mit Schinken, Pilzen und Artischocke und einmal Mozzarella. So, guten Morgen. Ich bin schon einige Zeit wach und wir haben gestern den Schrank fertig aufgebaut. Jetzt müssen wir halt die ganzen Innenteile noch aufbauen. Das werden wir dann heute machen. Aber ja, ich freue mich sehr, endlich wieder einen Schrank zu haben. Das habe ich jetzt lange Zeit vermisst. Und wir werden jetzt Frühstück essen und zwar eine Smoothie Bowl. Und danach werden wir wahrscheinlich in die Stadt kurz fahren. So, und hier drin ist jetzt sind gefrorene Himbeeren, dann zwei Bananen. Und ich habe einen Teil der Banane klein geschnitten als Dekoration. Dann habe ich gekeimte Haferflocken reingegeben, ungefähr so 3 Esslöffel. Und Kakaopulver, das habe ich alles von Sunday Natural, auch das Acai-Pulver. Ich glaube, mein Code ist jetzt nicht mehr gültig. Wir können mal schauen, ob er vielleicht doch noch gültig ist. Und ansonsten habe ich jetzt noch einen ganz kleinen Schluck Wasser reingegeben. Und jetzt werde ich das Ganze mal mixen und hoffe, dass es schon flüssig genug ist. So, und die Smoothie Bowls sind fertig. Mein Freund wollte gerne Kiwi drauf haben, deswegen sieht er ein bisschen anders aus. Und hier ist jetzt einfach Granola, Kokosnuss und diese Mandelkokosbutter, beziehungsweise Mandelkokosmousse. Super lecker. Das habe ich im letzten Video, glaube ich, schon mal gezeigt. Das habe ich auch bei Sunday Natural bestellt. Und ja, das werden wir uns jetzt schmecken lassen. So, wir waren gerade in der Stadt unterwegs und haben unterwegs einen Kaffee getrunken und eine Zimtschnecke gegessen. Das habe ich ganz vergessen zu filmen, weil ich ganz vergessen habe, dass ich dieses Wochenende ein Video drehe. Und ja, jetzt werden wir hier weiter aufbauen und dann mal heute Abend schauen, was wir essen. Wir haben auch noch ganz viel Pizza übrig von gestern. Wir haben nämlich zusammen nur eine Pizza gegessen, also dann jeweils die geteilt. Aber wir essen irgendwie nicht mehr so viel Pizza, wenn wir Pizza bestellen. Und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir heute Abend einfach das essen. Und ich halte euch aber auf dem Laufenden. Und jetzt wird erstmal weitergebaut. So, und wie angekündigt, Pizza zum Mittagessen. So, wir sind die ganze Zeit am Schrank aufbauen und einräumen. Wir haben jetzt, ich glaube, 7 Stunden in Folge oder so am Schrank gearbeitet, sind immer noch nicht fertig und ich möchte das aber jetzt unbedingt noch fertig machen. Ich bin jetzt gerade alle Klamotten durchgegangen, heute Morgen auch schon. Ich bin heute Morgen so früh auch wach geworden und habe alle Klamotten einmal durchgeschaut und habe jetzt noch weitergemacht und bügel auch noch gerade alles, damit alles so perfekt im neuen Schrank ist. Ich freue mich schon seit Wochen auf diesen Schrank. Und ja, jetzt machen wir gerade alles fertig. Deswegen haben wir auch nicht wirklich was gegessen. Ich habe eben noch 2 kleine Stücke Pizza kalt gegessen, weil ich so großen Hunger bekommen habe. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Hunger und habe mir gerade 2 Scheiben Knäckebrot gemacht mit Salami und Schinken und noch eine Karotte dazu. Vielleicht werde ich als Nachtisch noch ein bisschen Skyr essen oder Joghurt. Und weil es so lecker war und mein Hunger noch immer vorhanden ist, gibt es noch einen kleinen Nachschlag. Und für meinen Freund filetierte Grapefruits. Guten Morgen. Heute Morgen starten wir mit Scones. Wie fast jedes Wochenende gibt es irgendwie entweder Samstag oder Sonntag Scones. Die haben wir gerade selbst gemacht, beziehungsweise mein Freund. Und dazu gibt es ein bisschen Orangenmarmelade. Und ich habe gerade auch, haben wir den Sauerteigstarter rausgeholt, beziehungsweise den Sauerteig, den wir noch im Kühlschrank hatten. Der muss jetzt 2-3 Tage stehen. Und dann kann man den weiterverarbeiten. So, einfach später. Wir sind heute den ganzen Tag sehr, sehr fleißig in der Wohnung. Und heute Mittag haben wir auch sowas sehr zusammengewürfeltes gegessen. Und zwar einfach ein bisschen Knäckebrot mit Lachs. Wir hatten auch sehr leckeren Lachs da. Dann hat mein Freund einen asiatischen Karottensalat gemacht. Der war sehr lecker, einfach so spontan. Einfach ein paar Sachen zusammengewürfelt. Und gleich machen wir uns auf den Weg zu einer Freundin. Die wird heute Abend für uns was Leckeres kochen. Und ich muss auch unbedingt wieder neues Granola machen. Das ist ständig leer. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich seit einigen Wochen bzw. Monaten schon immer das gleiche Granola mache. Und zwar immer mit den Zutaten von Koro. Also alle Zutaten beziehe ich von dort. Aber ich warte gerade auf eine Bestellung und es ist gerade ein bisschen traurig, dass es noch nicht angekommen ist. Ich wollte euch nämlich ein paar coole Sachen zeigen, die ich neu entdeckt habe.
Und ich glaube, ich habe euch aber beim letzten Mal auch mitgenommen, als ich die Bestellung aufgegeben habe. Aber die Sachen sind immer noch nicht angekommen, leider. Das werde ich euch dann so bald wie möglich zeigen. Und ihr bekommt auch immer 5% Rabatt mit dem Rabattcode BARBARALASLIFE bei Koro. Der ist dauerhaft gültig. Und unsere kleine Vorratsschublade wird nämlich langsam leer. Hier sind die ganzen Koro-Sachen drin. Die Schokomandeln habe ich aber noch in einem anderen Vlog. Da haben wir noch ein paar mehr von da. Aber langsam, langsam gehen die Vorräte zur Neige. Und ich wollte auch demnächst, ich habe einmal Mandelmus bestellt, beziehungsweise Cashewnuss, ich weiß gerade nicht mehr genau. Und habe letztes Mal die Datteln hier bestellt bei Koro. Die gibt es nämlich da auch zu einem super guten Preis. Und ich wollte unbedingt, ich hatte mal in meinem Kochbuch so Raffaello-Bällchen drin. Also das ist natürlich nicht das Original Raffaello, aber so ein bisschen angelehnt. Aber rein auf Datteln basiert. Das heißt, kein herkömmlicher Zucker drin. Und die sind auch noch vegan. Ja, sobald das da ist, werde ich euch das mal zeigen. Das sind so Kokosbällchen. Und ja, bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und ich werde mich jetzt mal schnell ans Müsli machen, damit wir nicht zu spät kommen zu meiner Freundin. Und dann sehen wir uns später wieder. Ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet. Nur schon mein Frühstück gezeigt. Ja, heute ist ein bisschen stressig. Ich bin schon seit 6 Uhr am Arbeiten. Und quasi ohne Pause. Ich war jetzt gerade 2 Stunden draußen und habe in der Sonne gearbeitet, weil ich immer ab März, wenn so langsam es wärmer wird und es eigentlich noch viel zu kalt ist, weil jetzt war ich auch in der Winterjacke draußen. In Dänemark ist es ja immer noch ein bisschen kälter als in Deutschland. Ja, aber immer wenn ich merke, dass so langsam die Sonne ein bisschen stärker wird, dann kriege ich diesen unfassbaren Drang, nach draußen gehen zu müssen, um mich zu bräunen. Nicht sehr empfehlenswert, das so zu machen, aber ich liebe einfach es, in der Sonne zu sitzen. Auch nicht unbedingt nur zum Bräunen, einfach nur dieses Gefühl, in der Sonne zu sitzen, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich versuche das auch immer so oft es geht zu machen. Selbst im Büro haben wir draußen einen Tisch und ich setze mich immer nach draußen. Das liegt mir so im Blut. Auf jeden Fall ja, habe ich jetzt 2 Stunden rausgesessen, ist ein bisschen kalt jetzt. Ich werde mir jetzt schnell was zu essen machen, einfach so was zusammengewürfeltes. So ein bisschen wie gestern auch das Mittagessen. Wir haben nämlich nicht so viel da und ich habe aber auch jetzt nicht wirklich Zeit, einkaufen zu gehen. Deswegen power ich einfach durch und mache mir so ein bisschen Knäckebrot. Und wir haben auch noch ein bisschen Scone von gestern übrig. Das werde ich auch noch essen. Und ja, ich zeige euch dann, was übrig bleibt. So, das ist jetzt erstmal, wie mein Essen aussieht. Ich werde mir jetzt noch 2 Karotten schälen dazu und mir das dann schmecken lassen. Und dieser Lachs ist einfach fantastisch. Der ist kalt geräuchert und super schön. Sehr, sehr lecker. So, und jetzt gibt es als Nachtisch den allerletzten Safranbun. Ich werde jetzt keine neuen mehr backen, habe ich mir vorgenommen. Erstmal zumindest nicht, vielleicht irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber jetzt erstmal nicht mehr. Und den werde ich jetzt genießen und dabei weiterarbeiten. Glaube ich, überhaupt nicht in die Kamera gesprochen, als wir Abend gegessen haben. Ich war so ein bisschen fertig, muss ich sagen. Sogar ziemlich sehr fertig von dem Tag gestern. Ich habe so viel gearbeitet und war richtig kaputt. Und deswegen ja, haben wir dann einfach nur noch abends gegessen. Und dann bin ich, glaube ich, um 8 oder 8:30 eingeschlafen. Das war richtig krass gestern. Auf jeden Fall haben wir super leckeren Fisch gegessen. Und zwar pochierten Cod. Ich weiß immer noch nicht, wie es auf Deutsch heißt. Mit den Fischsorten, das ist echt konfus in meinem Kopf, weil ich irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt mal ein bisschen die Ahnung hatte, was die Sachen auf Deutsch sind. Dann, als ich nach Dänemark gezogen bin, ist jetzt irgendwie alles verloren gegangen und ich habe einen dänischen, englischen Mix im Kopf von Fischsorten. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Kott gegessen mit Spargel, Zuckerschoten und Spinat. Das war sehr lecker und sehr gesund. Und als Nachtisch gab es ein bisschen Eis. Das brauchte meine Seele. Und ich habe trotzdem abgenommen. Richtig cool. Ja, ich bin jetzt bei 66,1. Und werde mir jetzt gerade Frühstück machen. Und zwar habe ich jetzt hier so einen fettarmen Joghurt. Und da werde ich jetzt eine ganze Menge Blaubeeren reingeben. Und ein bisschen Granola obendrauf. Und das ist jetzt mein Frühstück. So, ich werde heute meine Pause draußen verbringen, beziehungsweise ich werde in der Pause auch ein bisschen arbeiten. Aber ich wollte mich jetzt unbedingt noch raussetzen. Und ich habe mir ein Schinkenbrot gemacht, so schnell auf die Hand. Das werde ich jetzt noch essen und dann mich da draußen setzen mit meinem Laptop und noch die letzte halbe Stunde Sonne genießen. So, ich war jetzt gerade ein bisschen draußen. Es ist immer kälter, als ich denke.
Das ist dann ganz schön in der Sonne zu sitzen, aber meine Beine werden so kalt. Aber was macht man nicht alles für ein bisschen Sonne? Ich werde mir jetzt ein richtiges Mittagessen machen. Was heißt richtiges? Ich habe ja eben schon Brot gegessen, aber das hat mich jetzt nicht so richtig satt gemacht. Das war mehr nur, weil ich schnell was zu essen brauchte und das halt gerade praktisch war. Ich hatte mir aber eigentlich vorgenommen, das restliche Gemüse von gestern zu essen. Da habe ich nämlich jetzt noch hier Zuckerschoten und Spargel übrig. Und dann habe ich gestern auch schöne Trauben gekauft. Gestern habe ich so viel Obst und Gemüse gekauft. Ich wollte auch wieder ein paar Säfte machen. Und ja, davon werde ich ein paar essen. Dann werde ich mir noch ein Spiegelei machen. So, das ist jetzt mein Mittagessen. Für jetzt erstmal ganz viel Gemüse. Zuckerschoten und Spargel, wie gesagt. Dann habe ich mir ein Rührei gemacht und kein Spiegelei. Ein Ei und dann ein bisschen Eiweiß dazu, was ich in diesem Plastikbehälter hatte die Tage. Und dann ein paar Weintrauben als Nachtisch und ein bisschen Knäckebrot. Da werde ich, glaube ich, einfach das Ei aufs Knäckebrot geben. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Wir haben gerade ein neues Gerät hier bekommen. Und zwar eine neue Saftpresse. Ich hatte jahrelang schon so eine ziemlich einfache. Die ist jetzt kaputt gegangen. Und jetzt haben wir eine neue bestellt. Und die ist einfach nur fantastisch. So sieht die aus. Jetzt ist hier alles in Pink und Korallfarben. Und zwar haben wir gerade Grapefruit-Saft ausgepresst. Und das ist so cool. Ich liebe nämlich frisch gepressten Orangensaft. Und jetzt können wir endlich wieder welchen trinken. So, wir waren gerade Pizza abholen. Wir wollten vor einigen Tagen schon mal eine Pizzeria ausprobieren. Da war aber komplett alles ausgebucht. Ich glaube, das habe ich auch im letzten Food Diary erwähnt. Beziehungsweise vielleicht sogar in diesem hier. Und jetzt waren wir da und sie sieht super lecker. Und zwar haben wir jetzt einmal mit Pepperoni und einmal Margarita. Und die werden wir uns jetzt ganz schnell schmecken lassen. Guten Morgen, guten Morgen. Ich habe schon sehr, sehr großen Hunger. Ich bin nämlich seit sage und schreibe 5 Uhr wach und habe auch angefangen zu arbeiten, weil ich irgendwie nie wusste, was ich machen sollte. Irgendwie werde ich in letzter Zeit super früh wach oder kann auch nicht einschlafen, beziehungsweise da habe ich eigentlich nie Probleme. Bei mir ist eher das Problem, dass ich dann super früh wach werde und ich dann einfach, ja, so unruhig bin, dass ich dann einfach aufstehe und mit dem Tag loslege. Das macht dann meistens am meisten Sinn. Und jetzt habe ich auch schon ein Workout gemacht heute Morgen und Yoga gemacht. Also ist schon einiges los hier. Und ich mache mir jetzt Frühstück. Ich habe nämlich unendlich großen Hunger. Ich hatte eigentlich schon 5 Uhr Hunger und dann dachte ich, ja, ich warte erstmal, bis ich fertig bin mit meinem Tee. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich lieber erst das Workout, bevor ich esse. Und jetzt ist schon 10 Uhr irgendwas. Ja, jetzt würde ich sagen, wir sind ziemlich dringend mit dem Hunger. Und ich werde mir einfach Blaubeeren machen mit Granola und Joghurt. Und Blaubeeren machen ist auch eine sehr schöne Formulierung. Ja, ich mache mir auf jeden Fall jetzt ein Müsli mit Joghurt und Blaubeeren. Lecker, lecker. Und ich mache mir jetzt auch dazu noch einen Kaffee. Und lassen mir das Ganze schmecken. Da ich jetzt nicht so richtig viel Zeit habe, irgendwas zu essen und auch noch nicht so richtig weiß was, werde ich jetzt einfach noch ein Stück Pizza essen. Die war übrigens mega lecker. Aber ich muss sagen, ich mag Pizzateig super gerne. Und auch einfach so als Pizzabrötchen. Aber der hier ist mir schon fast zu weich. Also er ist geschmacklich super lecker, aber zu weich. Der würde sich eher als Pizzabrötchen eignen. Und auch ein bisschen zu schwarz für meine Verhältnisse. Ich mag es lieber, wenn es nicht so verbrannt ist. Ja, aber ansonsten super lecker. Und vor allem sehr leckere Tomatensauce. Die scheint frisch und selbst gemacht zu sein. Sehr lecker. So, ein paar Stunden später. Heute ist sehr viel los. Wir haben jetzt gerade Sushi bestellt. Sehr, sehr lecker. Und ich bin schon in meinem Paris-Outfit. Heute spielt nämlich Paris. Und das schauen wir uns gleich an. Und ja, dabei werden wir ein bisschen Sushi essen. Wow. Wir haben so einen Sushi-Lieblingsladen in Kopenhagen. Falls ihr in Kopenhagen wohnt, Hachi Sushi. Und es lohnt sich einfach so sehr, da ein bisschen zu warten. Jetzt haben wir extra schon um 5 Uhr bestellt, dass wir das jetzt um ja, fast 7:30 bekommen. Weil es einfach ja, sehr, sehr lecker ist. Ich zeige euch das jetzt. Und zwar schaut es so aus. Und wir haben noch einmal Sashimi dabei. So, an der Stelle muss ich sagen, dass ich mich überhaupt nicht mehr gemeldet habe an dem Tag. Abends ist dann noch ein Freund vorbeigekommen, der hat nämlich Geburtstag und dann haben wir ein schönes Dinner gemacht zu dritt. Und jetzt bin ich endlich bei 65,9 angekommen. Das heißt, es ist ungefähr noch 1 bis 2 Kilo bis zu meinem Ziel. Und ja, das Gewicht habe ich glaube schon seit einem Jahr nicht mehr erreicht. Und da bin ich sehr, sehr happy, dass es so gut vorangeht. Und ja, schaut gerne mal bei Coro vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao!